Explain Brain. Demografie von Margaret Heckel. Die Deutschen werden immer älter. Vor 150 Jahren lag die durchschnittliche Lebenserwartung hierzulande bei unter 40 Jahren. Heute ist sie doppelt so hoch und steigt weiter. Wer um die Jahrhundertwende herum geboren ist, hat gute Chancen, 100 Jahre alt zu werden. Das hat mit dem medizinischen Fortschritt zu tun. Früher sind sehr viele Kinder noch im Babyalter gestorben. Heute leben wir gesünder, die Hygiene ist besser und wir können viel mehr Krankheiten heilen als früher. Und noch etwas hat sich geändert. Kinder kriegen die Leute immer, glaubte noch in den 50er Jahren der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer. In Wirklichkeit bekommen die Deutschen immer weniger Kinder. Im Jahr 2010 waren es gerade mal halb so viele wie im Jahr 1964. Das hat vor allem mit zwei Dingen zu tun. Immer weniger Männer und Frauen wollen Kinder haben. Und es gibt immer weniger Frauen im gebärfähigen Alter. 2009 waren es 710.000 Frauen im Alter von 45 Jahren, aber nur noch 475.000 25-Jährige. Auch die nächste Generation war da bereits auf der Welt. Gerade mal 345.000 5-jährige Mädchen wurden in diesem Jahr gezählt. Beide Entwicklungen, dass wir immer länger leben und dass weniger Kinder geboren werden, nennt man den demografischen Wandel. Nichts wird Deutschland in den kommenden Jahrzehnten so sehr verändern wie dieser Wandel. Und er wird Politik und Gesellschaft vor gewaltige Herausforderungen stellen. Eine Errungenschaft des Sozialstaates ist es, dass alle, die ihr Leben lang gearbeitet haben, im Alter abgesichert sind. Sie sollen ihren Lebensstandard, auch wenn sie nicht mehr arbeiten, auf etwa dem gleichen Niveau halten können. In Deutschland gibt es daher, wie in vielen anderen Ländern auch, eine Altersversorgung. Für die muss irgendjemand aufkommen, nämlich die, die in das sogenannte Rentensystem einzahlen. Bei uns sind es die Jüngeren, also Arbeiter und Angestellte im erwerbsfähigen Alter, die die Renten der älteren Generation bezahlen. Und darauf hoffen, dass ihre eigenen Renten später von der Generation ihrer Kinder finanziert werden. Umlagesystem nennen das die Fachleute. Man spricht auch von einem Generationenvertrag. Dieser Vertrag basiert auf der Annahme, dass das Verhältnis zwischen denen, die einzahlen, und denen, die versorgt werden müssen, zahlenmäßig stabil bleibt. Diese Annahme hat sich aber in den vergangenen Jahrzehnten als falsch erwiesen. Während früher drei arbeitende Menschen einen Rentner unterstützt haben, sind es heute grob gesagt zwei. Sie müssen also mehr Rentenbeiträge bezahlen oder der Rentner bekommt weniger. Derzeit erhält ein durchschnittlicher Rentner knapp über die Hälfte seines Nettolohns als Rente. Ab dem Jahr 2030 werden es Schätzungen zufolge nur noch 43% sein. Weil am Ende für immer mehr Rentner immer weniger Geld zur Verfügung steht, müssen die meisten Menschen neben der staatlichen Altersversorgung privat vorsorgen. In der Politik ist das Problem natürlich seit langem bekannt und man versucht aktiv gegenzusteuern. Zum Beispiel, indem man bessere Anreize dafür schafft, Kinder zu bekommen und sie großzuziehen. Durch finanzielle Unterstützung, durch betriebliche Entlastung, durch bessere Betreuungsmöglichkeiten. Wie das geht, machen die Franzosen vor. Dort liegt die Geburtenrate bei 2 Kindern je Frau, in Deutschland nur bei 1,4. Außerdem müssen die Menschen bei uns so gut ausgebildet werden, dass sie einen Job finden und in die Rentenversicherung einzahlen können. Eine andere Möglichkeit, die offenen Stellen zu besetzen, ist es, qualifizierte Zuwanderer anzuwerben. In den USA sind es Einwanderer aus der ganzen Welt, die Unternehmen wie Google oder eBay aufgebaut haben. Und schließlich könnten wir alle länger arbeiten. Befürworter dieser Idee sagen, dass viele Tätigkeiten körperlich nicht mehr so anstrengend seien wie früher und dass wir heute fitter im Alter seien als die Generationen vor uns. Deshalb wurde in Deutschland das Rentenalter von 65 schrittweise auf 67 erhöht. Bis 67 arbeiten? Das sehen viele Menschen kritisch. Sie sagen, dass gerade Menschen, die schwere körperliche Tätigkeiten verrichten, nicht so lange arbeiten gehen können. Zumal der Arbeitsalltag immer schneller und damit die Anforderungen immer größer werden.
Einige Parteien diskutieren deswegen auch wieder die Herabsetzung des Rentenalters. Ein Patentrezept, wie man die Herausforderungen des demografischen Wandels lösen kann, gibt es nicht. Aber es gibt ein paar Faktoren, die jeder für sich beeinflussen kann. Es ist wichtig, eine gute Ausbildung zu haben, damit man einen Job ausüben kann, den man mag und in dem man auch lange arbeiten kann. Außerdem gibt es die Möglichkeit, privat für das Alter vorzusorgen. Wenn diese Faktoren erfüllt sind, muss uns vor dem Alter nicht bange sein.